sind da einige Stellen, wo das Gold sich gar nicht so bewegt, sondern wo das halt so festes Gold ist. Und überall da, wo auf der Decke so Aha. ist, kann man genau darunter laufen. So, und man sieht auf jeden Fall, dass dahinter auch solche Stellen sind. Ach du Scheiße, wo kommt der denn jetzt her? Ja, und guck mal, die Gegner, die können auf dem Gold laufen und wir nicht. Ach du Scheiße, Mann. Der hat mich mal wieder so richtig erschrocken. Okay, egal, scheiß drauf. Ja, man sieht, dass man hier drauf kann und da sind auch noch welche. Genau, da liegt nämlich der Goldschädel, den wir so unbedingt haben wollten. So, und jetzt bitte lande nicht in dem Gold. Das Problem an dieser Tomb Raider Engine. Oh, ich glaube, ich sollte vorsichtig sein, weil Lara läuft hier, glaube ich, einfach seelenruhig in das Gold hinein. Ohne sich zu denken, ja, bleib ich halt mal stehen, weil Gen-Taste funktioniert hier halt nicht. Ich glaube, das Dumme an dieser Tomb Raider Engine ist auch, dass man, wenn man jetzt auch mit Anlauf läuft, dass die Lara an das Gold kommt. Sprich, ich bin hier jetzt eigentlich ganz hinter, glaube ich. Nee, warte, noch einen Schritt so jetzt aber. Und eigentlich, wenn ich jetzt mit Anlauf rüberlaufe, komme ich ja gar nicht auf das Feld, wo das Gold ist. Ich probiere das jetzt mal aus. Oh. Ja, okay, so geht's auch. Normalerweise glaube ich ja, dass die Lara immer an das Gold kommt mit ihren Füßen, auch wenn ich so mit. Ja, auch wenn so ein Sprung mit Anlauf eigentlich gar nicht so. Ja, zum Beispiel, wenn ich jetzt aus dem Sprung springen würde. Ja, okay, diesen Bug scheint es hier nicht zu geben. Beziehungsweise ist das halt kein Bug, sondern diese Tomb Raider Engine ist halt so. Nämlich, dass die Lara halt sterben würde, wenn ich da. Ah, ich kann's halt nicht erklären, egal. So, laufen wir hier die Treppe hoch. Ach so, jetzt hat sich die Tür auch geöffnet. Ach, ich glaube, ich verstehe, was das Ganze hier darstellen soll. Ja, stimmt. Diese Tür ist jetzt dafür da, um zurückzukommen, weil. Oder? Gibt's da nicht irgend so einen anderen Gang, der uns wieder zurückbringt? Oder muss ich jetzt tatsächlich das Ganze nochmal. Na. Okay. Wir müssen jetzt tatsächlich nochmal dahin, wo diese Luken waren. Also wo wir letztendlich zu diesem Geheimnis hingekommen sind. Denn das ist nur der einzige Weg zurück. Und ja, jetzt verstehe ich auch, warum es diesen Weg gibt. Damit man zurückkommen kann. Ja, laufen wir halt das Ganze wieder dahin. Wir haben Zeit. Okay, so lange dauert es jetzt ja nicht. Ich sollte aufpassen, dass. Was soll der Kack? Okay, egal. Wir sind ja nicht gestorben und das zählt. Ja, wieder die Goldrutsche runter und wieder darüber. Ah. So. Komm jetzt. Oh, ich erschrecke mich jedes Mal vor diesem Geräusch. Ja, da wollen wir jetzt nicht nochmal runter, deswegen kann die Luke gerne wieder zugehen. Ich sollte nicht einfach so wahllos rumspringen. Sonst lande ich hier noch irgendwo in dem Gold. So. Okay, das wäre dann geschafft. Nach, ich glaube, 15 Minuten oder so. Das ist ja gar nicht viel. Das ist ja wirklich. Damit könnte ich eigentlich ein Level aus Tomb Raider 2 durchspielen. Vielleicht sogar mehrere Level. Also nicht gleichzeitig, aber. Einzeln. Ah, jetzt sind wir hier. Das Ding ist noch nicht geöffnet. Okay, dann können wir da noch nicht rüber. So, hier kommen jetzt auf jeden Fall ein paar Schneetigerlis rum. Auf uns zu. Huch. Hier war doch noch ein drittes. Achso, den habe ich schon getötet. Okay. Ja, riesige, herrliche Gegend. Mal wieder aus Gold. Hier quillt wieder überall das Gold aus dem Gestein raus. Irgendwie sollte es sowas Ähnliches auch mal geben. Mit Silber. Das fände ich irgendwie schick. Ja, okay, das sollte dann wahrscheinlich der Eispalast aus Tomb Raider 2 sein. Ist zwar kein Silber, aber Eis. Boah, ist ja irgendwie farblich dasselbe. Hier liegen noch mal ein paar Zeugs. Okay. Irgendwie sind diese großen Medipacks hier in dem Level, also die sorgen auch irgendwie immer für was. Dass irgendwelche
welche Türen aufgehen oder so. Ja, ich gehe jetzt erstmal darüber, nach da oben. Einfach mal, um zu zeigen, dass wir hier wieder in der Gegend vom Anfang sind. Wo wir halt am Anfang des Levels in so einem Käfig eingesperrt waren und uns dachten, hä, die Gegend hat sich ja irgendwie voll verändert. Das ist voll unlogisch, ey. Was soll das? Genau, jetzt sind wir wieder hier. Ich weiß nicht, was das bringt, dass man wieder hierher kann. Gegebenenfalls sind hier einfach mal ein paar Gegenstände aufgetaucht. Medipacks oder so. Oder Gegner. Oder man kann einfach das ganze Level nochmal durchlaufen und hat dann einfach mal so seinen Spaß, weil man das Level einfach so schick fand und der Meinung ist, das muss ich einfach nochmal sehen. Nur halt ohne Gegner, die mich dieses Mal nerven sollten oder so. Ja, ich weiß nicht. Irgend so... Boah, hier ist ja auch so ein Gemälde, fällt mir gerade erst auf. Oder es bringt tatsächlich irgendwas, wenn man das Ganze nochmal durchläuft. Aber wie gesagt, ich weiß es nicht. Ich will das jetzt auch nicht so recherchieren. Ich habe euch jetzt halt einfach gezeigt, dass man nochmal hierher kann und gut ist. Ja, dann würde ich mal sagen, bewegen wir uns mal... wie komme ich da jetzt wieder zurück? Okay. Na, irgendwie geht das doch. Ich glaube, so auf die Weise kommt man ja immer sicher zurück. Nein, nicht immer. Manchmal kommt man gegen diese Schrägen und rutscht dann wieder runter und ist dann tot. Was ist eigentlich da hinten in der Ecke? Ist da vielleicht irgendwas? Ich will mal einfach mal... Hä? Ja, nee, ist klar. Die brennt schon auf dem Holz rum. Ja, okay. Das ist nicht allzu sehr unrealistisch. Dieses... Ich meine, so heiß dieses Gold auch sein muss. Also das Gold muss so heiß sein wie Lava. Dementsprechend kann es eher sein, dass... Ja, das genau... Boah, ich hab Schluck auf die ganze Zeit. Dass genau sowas passiert halt. Oh, was ist das? Ich glaube, das ist einfach nix, oder? Nee, da ist einfach gar nichts. Nee. Okay, komm, lass uns... Ich werde jetzt speichern, wenn ich dann diese Stelle nochmal verlasse. So. Gut, dann laufen wir jetzt da nochmal hoch. Ist hier in der Gegend eigentlich noch irgendwas? Ja, eigentlich könnte ich hier gar nichts mehr... Ja, nee, komm, tschüss. Ich könnte hier wirklich gar nichts mehr gebrauchen eigentlich, weil wir sind auch schon fast durch mit dem ganzen Gedöns hier. Ja, müssen halt nur noch hier die Leiter raufklettern. Und so. Ja. Und was ich jetzt eigentlich total seltsam finde, ist, dass man... Ah, jetzt kommt hier wieder diese Musik. Hier könnte man eventuell nochmal zeigen, das hier. Ich weiß nicht, ob man das erkennt, aber das soll eine riesige goldene Maske darstellen. Hier das Ganze hier, dieses Gebilde. Ich schaue erstmal, ob hier was liegt. Nee, hier ist nichts. Okay, oh. Achso, das geht jetzt schon auf. Interessant. Ja, Leute, und was ich euch auf jeden Fall nochmal zeigen möchte, ist hier, schaut mal. Das sind, glaube ich, ja, das sind Fußabdrücke, aber von Bigfoot oder so. Ich fand das voll witzig damals, als mir das aufgefallen ist. Ich weiß nicht, was für Fußabdrücke das sein soll, aber von den Gorillas wahrscheinlich. Die sollen wahrscheinlich so Bigfoot darstellen oder so. Was ich hier voll seltsam finde, ist, dass man hier die Maske einsetzen kann und die... dass man hier die Maske halt irgendwie los wird. Ich weiß nicht, ob Lara die... Ja, nee, wobei Lara muss die Maske ja später auch mitnehmen, aber... Ich weiß nicht, was das für einen Sinn hat, dass man die dann hier einsetzt und... den Kerl später, der gleich kommen wird und... Spoiler... auslöst. Ja, das soll übrigens, wie schon gesagt, eine riesige goldene Maske darstellen. Ich weiß jetzt nicht, ob... das ganze Spiel sich jetzt auf diese goldene Maske bezieht oder auf die, die wir gerade in der Tasche haben und hier einsetzen können. Ja, egal, jedenfalls werden wir das ganze Gold jetzt mal los.
Und, ach du heilige Scheiße, was passiert denn da? Ja, da kommt jetzt... Hä, wieso ist die Tür... Wieso ist die Tür zu? Ah, ich weiß das nicht, egal. Jedenfalls laufe ich hier jetzt erstmal hier die Maske hoch. Ja, ja, weil hier, wie im Tomb Raider 2, also übrigens das... Ja, komm. Ich glaube, das war zu schlecht. Ich warte jetzt nochmal. Ich lasse mich jetzt mal von ihm töten. Aber schaut euch den Kerl mal an. Das ist genau derselbe wie aus Tomb Raider 2. Ja. Und er boxt uns mal wieder so richtig eine rein. Alter, was für asoziale Gegner kann es eigentlich geben? Na egal. Das ist derselbe, wie gesagt, aus Tomb Raider 2. Nur, dass er ein goldenes Gesicht hat. Ja. Und ich kann Lara eigentlich auch verstehen, dass sie die goldene Maske jetzt einsetzt und los wird. Ich meine, nach all den 4 Levels hier könnte ich... Ja, okay, 2 Levels im Grunde. Könnte ich das ganze Gold hier gar nicht mehr sehen und würde dann einfach satt haben von Gold. Also mein Leben wäre dann satt aus Gold. Ich glaube, das ist falsch formuliert, aber egal. So, jetzt kommt der Kerl wieder auf uns zu. Aber ich töte ihn jetzt noch nicht, denn wie in Tomb Raider 2 ist das halt auch so, dass das Level vorbei ist, wenn man ihn tötet. Ja, und man kann halt auch bei dem jetzt hier in sein Haus rein, wo der hergekommen ist. Und hier liegen jetzt auch Minipacks und so rum. Die lasse ich jetzt allerdings hier einfach liegen und gehe hier jetzt einfach weg. Tschüss. Ich sehe nichts wegen deinem Fetten. Ja. Egal, so, jetzt haben wir Hebel aktiviert. Ja, die Tür sollte eigentlich aufgehen, wenn man diesen Hebel aktiviert. Voll der Bug, yo. Ja, und der Kerl folgt uns jetzt. Ja, das bringt einem im Grunde jetzt nicht so viel. Man kann halt hier noch rüber. Ja, und der folgt uns jetzt, wie man sieht. Ja, und der ist jetzt auf der goldenen Brücke. Und wir machen die goldene Brücke kaputt. Und da fällt er jetzt runter. Ja, das ist jetzt... Oh. Ich sehe gerade, dass da auch ein... großes Medipack liegt. Ah, ich verstehe das Ganze, glaube ich. Also, die Tür, die ist gerade eben auch aufgegangen, damit man sich erst das Medipack gegebenenfalls holen kann. Ist da noch etwas da unten? Nein. Okay. Falls man halt gar kein Zeug mehr im Inventar haben sollte, was eigentlich ein bisschen unlogisch oder einfach ja, nicht vorstellbar wäre. Toll. Ist das dein Ernst? Ich kann dich gar nicht anvisieren, du. Och nee, was soll das? Wie soll ich den jetzt töten? Ja, falls man kein Zeug mehr haben sollte, Meatpacks oder so, kann man sich das Zeug hier halt holen. Ja, und man kann den Kerl da... Wieso ist da eine Fackel? Okay, das ist mir alles vorher auch noch nie aufgefallen. Man kann den Kerl halt hier auch noch töten, indem man den... so eine Falle stellt. Was ist das alles hier? Ja, okay, hier... Das sieht ja interessant aus. Ja, hier haut Lara wahrscheinlich ab, hier von der Seite irgendwo. Ist dahinter noch irgendwas zu sehen? Nee, okay. Ja, ich... Oh, ich habe hier gespeichert. Aha. Was, wenn ich den jetzt nicht töten... Ah, okay. Ja, jetzt kann man den halt... Ah, nee, Moment. Bevor ich den töte, wollte ich nochmal hier so gucken. Okay, wir haben 18 Schuss, 709... Wow, 700 Automatik. 500 davon, 809 davon, 21 Granaten, 12 Harpunen, 38 Fackeln. Ja, die werden wirklich nie weniger. Und so viele Minipacks. Also es ist schon ziemlich unmöglich, dass man hier so wenig Zeug hat am Ende. Aber egal. Kann man sich halt noch so ein paar Gegenstände hier aus seinem... aus der Stelle, wo der hergekommen ist und von hier unten aus der Ecke holen. Also von... also von da unten halt. So, und jetzt töten wir den auf jeden Fall. Und das Level ist dann auch beendet, wenn wir den töten. Und... ja. Fertig halt, ne? Okay, jetzt warten wir mal wieder, bis die ganzen Credits abgespielt werden. Yo. Also ich hatte auf jeden Fall sehr viel Spaß, das hier zu spielen. Wie gesagt, ist das wirklich ein ganz toller Teil, wenn ihr mich fragt. Ja, Leute. Tomb Raider 2, The Golden Mask. Das Spiel, was berühmt ist für sein geiles, brutales, unzensiertes Gold, ist nun vorbei. Ich glaube, das Spiel ist im... ist 1999 erschienen. Also 2 Jahre nach Tomb Raider 2.
Es hat eine, meiner Meinung nach, wirklich schöne Aufmachung, weil die Levels, die Locations, das ganze Gold in dem Spiel ist halt alles wirklich voll geil. Und 20 Euro damals dafür ist es wirklich wert. Auch wenn man sich das heutzutage kostenlos downloaden kann. Egal. Ja, storymäßig habe ich jetzt nicht so viel verstanden über das ganze Gold halt. Über die Golden Mask. Aber das hindert mich nicht daran, das Spiel geil zu finden. Yep, und da steht's nochmal. The End. Ja, schon das zweite Mal in so kurzer Zeit, dass ich das sehen muss. Ja. Jetzt sehen wir unsere Spielstatistik und ich bin mal gespannt, ob ich... Achso, nee. Das ist ja nicht die Levelstatistik von dem Level, sondern von dem ganzen Spiel. Ansonsten frage ich mich, ob ich für das Level jetzt auch 41 Minuten gebraucht habe. Dann wäre das wirklich krass. Ja, egal. Jedenfalls sehen wir, dass wir insgesamt 3,5 Stunden fast für das Spiel gebraucht haben. Wir haben natürlich alle 12 von 12 Geheimnissen. Das heißt, Bonus-Level, ich komme. In kurzer Zeit. Jo. 157 Gegner besiegt. Ist nicht so viel eigentlich. 4300 Muni verballert ist irgendwie auch nicht so viel. Ja, und nur die Hälfte davon... Mit der Hälfte haben wir irgendwie die Gegner getroffen. Ist halt ganz viel in die Luft geballert. Ja, 17 Medipacks und 19 Kilometer Distanz gelaufen. Zurückgelegt. Whatever. Jo. Das war's dann mit Tomb Raider 2 The Golden Mask, dem geilsten Director's Cut von den ganzen Tomb Raider Director's Cuts, meiner Meinung nach. Und ja, okay, ohne dann weiter zu labern, würde ich dann mal sagen, bis zum nächsten Mal, liebe Leute. Ciao.